Exzellent. Er hat eine neue Technologie erforscht. Komm, den Dinger holen wir uns durch Bestechung. Also ja, der Architekt, also der Bibliothekar schreibt, Quelle voller Wissen und Geheimnisse lagen in diesen Kammern der antiken Bibliothek und haben ihre Entdeckung. Als Archivar der antiken Bibliothek heiße ich euch in diesem Teil von Tandrin willkommen. Derzeit untersuche ich die Möglichkeiten der Wetterbeeinflussung. Falls ihr mir ein paar Geistliche für meine Forschung bereitstellt, könnte ich ein Unwetter heraufbeschwören, das euren Gegnern großen Schaden zufügt. Genau. Und hier steht... Willkommen in unserem Moor, also Todessumpf. Auf dem ehemaligen Gelände des Kerkers von Salem wandeln heute die rastlosen Seelen jeder, die dieses tödliche Moor einst verschlagen. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Willkommen in unserem Moor heute, Fräulein. Meine gespenstischen Freunde und ich saßen im Salem-Gefängnis ein, als das Moor unseren Kerker verschlang. Seither sind wir dazu verdammt, in dem Sumpf umherzugeistern. Aber vielleicht könnt ihr ja für unsere Lösung sorgen. Versorgt uns mit genügend Rüstung und Nahrung, da schließen wir uns gerne euren gerechten Sache an. Gut, eine Prestigebelohnung. Waffen. Und eine Eroberungsbelohnung. Nehmen wir davon. Wie sieht es denn in meiner Goldmine eigentlich so aus? Die ist wieder voll. Ah. Meine Eisenmine. Ist gerade übelst Ebbe. Deswegen sollte ich da auch mal auf Eisen umstellen. Auf Geologie umstellen. Ja, ich könnte auch von hinten einmarschieren und ihn angreifen, aber ich ziehe dieses Mal einen Frontalangriff vor. Einfach auch, um seine Armee zu zerschlagen, hier die starke. Wir müssen es ja nur bis hierher schaffen. Jetzt aber erstmal gucken, was meine Geistlichen anrichten können. Und ja, ein Teil des Holzes ist schon angekommen. Da kommt noch mehr Holz. Das heißt, es werden auch Bauarbeiter unterwegs sein. Mhm. Sehr schön. Oh, ihr nehmt den direkten Weg, nicht die Umleitung. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Wenn es bei hier hochklatscht, ist da der direkte Weg doch einfacher. Ich meine, sie müssen auch hier hochklatschen, aber das kleine Stückchen und dann das Stückchen ist einfacher als hier einmal im Kreis.
So, dann gehen sie alle in die Bibliothek rein. Nicht durch den Haupteingang, sondern ins Nebengebäude. Ihr habt eine Quest erfüllt. Wunderbar, es hat funktioniert. Donner und Blitz verwüsten in dem Moment die Länder eurer Gegner. Vielleicht solltet ihr die Gunst der Stunde nutzen und zum Angriff übergehen. Noch sind sie geschwächt und in Unordnung. Viel hat uns das ja nicht gebracht, außer dass ziemlich viel Bäume uns umgefallen sind. Euer Königreich wird angegriffen. Erstmal die anderen. Das wird sehr verlustreich, vor allem für ihn hier. Ja, und da sieht man halt, was passiert, wenn der Gegner den Totenbeschwörer hat. Mit diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sehr gut. So, das heißt wieder Truppen ersetzen erstmal. Er baut ja schon wieder fleißig Truppen auf. Können wir genauso. Jetzt kommen wir auch den Totensumpf ran. Das heißt, jetzt müssen eigentlich dann die... Genau. Sachen in die Händlerkette gebracht werden. Gerade der Baumeister muss jetzt in die Stadt latschen.
Ah ja, so lange warten wir noch, bis das gehobene Wohnhaus gebaut ist. Geldsorgen haben wir keine, Waffensorgen auch nicht, Kohle auch nicht. So. Die zweite Abteilung hat irgendwie die wenigsten Verluste hinnehmen müssen. Die dritte Abteilung hat dafür verdammt ihre gesamte Fernkampftruppe verloren. Also nur die Artillerie ist übrig von der dritten Abteilung. Die erste hat natürlich ziemlich gut einstecken müssen. So, keine Quest mehr. Hier eigentlich nur noch die Quest hier. Ausgezeichnet. Dank dieser gehobenen Wohnhäuser, die Stadt in eine verheißungsvolle Zukunft. Ja, ja, schon. Jeder schätzt natürlich ein eigenes Dach über den Kopf und haben für eure gute Sache ein paar Mützen zusammengetragen. Ja. Die Armee wird auch immer noch gepusht. Aber ja, damit haben wir die zweite Stadt wiederhergestellt, was gut ist. Achso, das war Konradin, der hier mit Handel gemacht hat. Ah. Oh gut, das ist auch schon unterwegs. Da ist es. Gut, dann warten wir das noch ab. Ich bin gespannt, was wir jetzt dann rauskriegen aus der Quest. Und danach machen wir einen Cut für diese Aufnahmesession. So, dann bin ich mal gespannt. Ihr habt eine Quest. Vielen Dank, dass ihr uns bei unserer Läuterung geholfen habt. Wir werden euch nicht enttäuschen. Cool, eine dritte Armee, vierte Armee. Gleich mal einen Standartenträger. Du kriegst mal deinen Kanonier ersetzt. Du drei Bikinier und sieben Musketiere und dir fehlen jetzt auch noch vier Musketiere. So.
Aber das war es jetzt erstmal wirklich wieder. Das heißt, jetzt wird gespeichert. Und dann sehen wir uns gleich wieder.